Die Nachricht von der Querschnittslähmung von Bahnradfahrerin Christina Vogel schockt die deutsche Sportszene. Sie hat den Sport geliebt. Es tut mir für sie unendlich leid, dass sie den Sport nicht mehr ausüben kann, sagt ihre frühere Olympiapartnerin Miriam Welte. Der Bund Deutscher Radfahrer, BDR, will Vogel uneingeschränkt und mit ganzer Kraft unterstützen. Mit großer Bestürzung hat die deutsche Sportszene auf die Nachricht reagiert, dass die erfolgreiche Bahnradsportlerin Christina Vogel querschnittsgelähmt ist. Gut 10 Wochen nach dem fürchterlichen Trainingsunfall auf einer Betonbahn in Cottbus hat die 27-jährige Olympiasiegerin ihre schwere Verletzung in einem Spiegel-Interview publik gemacht. Rudolf Scharping, der Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer, zollte Vogel für ihren Lebensmut allergrößten Respekt. Das Interview zeige, was für ein wundervoller Mensch Christina Vogel sei. Der Bund Deutscher Radfahrer wird sie uneingeschränkt und mit ganzer Kraft unterstützen, sagt Scharping und Sportdirektor Patrick Moster fügt hinzu, der Verband wird Christina Vogel jede Hilfe zukommen lassen, die sie jetzt braucht. Die 27-Jährige war im Juni beim Training mit einem anderen Fahrer zusammengestoßen und gestürzt. Nun spricht sie erstmals über den Unfall. Mehr. Ich denke, es ist ein tiefer Einschnitt. Ihr engster Kreis war bereits seit längerer Zeit eingeweiht, dazu gehörte auch Miriam Welte, mit der Vogel 2012 Gold im Teamsprint in London gewonnen hatte. Wir hatten schon einige Wochen Zeit, die Diagnose zu verarbeiten und uns an den Gedanken, Christina im Rollstuhl zu sehen, zu gewöhnen. Das war extrem schwer, sagte Welte. Sie habe aber den Eindruck, dass sie die Situation gut angenommen habe. Gegenüber dem SWR ergänzte Welte, ich denke, es ist ein tiefer Einschnitt. Christina hat sich immer gerne bewegt. Sie hat den Sport geliebt. Es tut mir für sie unendlich leid, dass sie den Sport nicht mehr ausüben kann. Ich glaube aber, dass sich für sie jetzt neue Ziele ergeben. Welte glaubt, dass Vogel mit der Situation umgehen kann. Sie hat immer das gemacht, was gerade auf sie zukam und nicht nachgedacht, sondern einfach mit der Situation umgegangen, wie sie war. Ich glaube, das hilft dir auch, jetzt mit der momentanen Situation so positiv umzugehen. Wir wissen, du bist eine Kämpfernatur. Team Deutschland steht hinter der Christina, hart wir wünschen der und deiner Familie weiterhin viel Kraft und sind in Gedanken bei dir. September 2018 Vogels Chemnitzer Ort Gast Team Hattie Natch dem Unfall eine Spenden Action unter dem Motto. Christina ist aus dem 7. Himmel gefallen. Sie ist schon die erfolgreichste Radsportlerin der Welt und war auf dem Weg zu einer Ikone. Christina hat auf ihrem Weg immer Dinge angenommen, sagte Teamchef Michael Hübner, selbst 7-facher Bahnrad-Weltmeister. Ich habe sie charakterlich als Menschen kennengelernt, der nie aufgeben wird. Sie wird zurückkommen, das Thema Paralympics ist noch nicht durch, da bin ich mir sicher. Im Team stehen ihr alle Türen offen. Auch aus der Politik kommen aufmunternde Stimmen. Die Diagnose macht mich tief betroffen. Christina Vogel zählt national und international zu den erfolgreichsten Sportlerinnen des Freistaats, sagte Christian Karius, der Landtagspräsident aus Vogels Heimat Thüringen. Man kann sich vorstellen, was dieser schweren Schicksalsschlag für einen Menschen bedeutet. Bahnradfahrerin Miriam Welte gewinnt in Glasgow die Bronzemedaille und widmet den Sieg ihrer langjährigen Partnerin Christina Vogel, die sich Wochen zuvor bei einem Unfall schwer verletzte. Mehr.